In SQL gibt es vielfältige Möglichkeiten, sogenannte Unteranfragen zu formulieren. Was ist eine Unteranfrage? Das ist eine Anfrage, die Teil ist einer anderen Anfrage. Also hier haben wir eine Unteranfrage, das nennt man hier auch die innere Anfrage. Diese ist Teil einer äußeren Anfrage. Und die Frage ist natürlich, wie hängen diese beiden Anfragen zusammen? Solche Anfragen, die können unkorreliert sein, die können aber auch korreliert sein. Unkorreliert heißt hier, in dieser inneren Anfrage wird auf nichts zugegriffen, was irgendwie außen existiert. Also hier wird ja nur auf Sachen zugegriffen, die innen existieren. Das heißt, diese Anfrage, die kann unabhängig von der äußeren Anfrage beantwortet werden. Da kommt das hier raus, das sind alle Fotos, die jemals irgendwie verkauft wurden. Was macht jetzt diese Anfrage? Die schaut außen nach, ob denn für ein Foto gilt, dass es jemals verkauft wurde. In dem Sinne, ist denn diese Foto-ID enthalten in der Menge der IDs der verkauften Fotos, die ich ja genau hier innen berechne. Was ich hier oben noch mache, ist, ich projiziere noch auf ein paar Attribute, aber im Grunde berechne ich die Liste der Fotos, die jemals verkauft wurden. Das kann ich auch anders hinschreiben. Ich könnte das hier hinschreiben mit einem with. Da habe ich hier schon mal die Menge als lokale Sicht berechnet. Das ist wieder die Menge der Fotos, die überhaupt mal irgendwann verkauft wurden. Und dann könnte ich das als join hinschreiben, indem ich hier unten sage, okay, ich will wieder die gleichen Attribute wie eben aus dieser Relation Fotos und joine das jetzt aber mit dieser lokalen Sicht verkaufte Fotos. Das ist im Grunde ein Semi-Join, wie wir es in der relationalen Algebra kennengelernt haben. Das heißt, ich will aus Fotos F alle diejenigen Tupel haben, die einen Join-Partner hätten, weil ich hier natürlich kein Attribut übernehme aus dieser Relation VF verkaufte Fotos. Ist ein Semi-Join. Es gibt natürlich auch noch Not-In, das berechnet genau das Komplement, wie man es erwartet. Was mir noch sagen muss bei dem In und Not-In ist, dass hier drin nur eine Unteranfrage stehen darf, wo hier ein Attribut zurückgegeben wird. Ich darf hier also nicht zwei Attribute hinschreiben, dann macht das keinen Sinn mehr. Das ist nur definiert, wenn hier eine Anfrage steht, die im Select ein einzelnes Attribut hat. Gut, dann gibt es noch andere Möglichkeiten, Unteranfragen einzubetten in äußere Anfragen. Eine wichtige ist Exists. Exists wird so ausgewertet, dass geguckt wird, ob es hier in der inneren Anfrage ein Tupel gibt. Wenn es mindestens ein Tupel gibt, was hier erzeugt wird, dann wird dieses Exists-Prädikat mit wahr, mit true ausgewertet. Select 42, was macht das? Wir erinnern uns, das gibt eine Zeile zurück mit einem Attribut und da steht drin 42. Das ist ein Tupel, das reicht aus, damit dieses Prädikat wahr ist. Das heißt, dieser ganze Bereich hier ist im Grunde redundant, da kommt immer wahr raus. Das heißt, hier wird die ganze Tabelle Fotos ausgegeben, projiziert auf diese drei Attribute. Wir brauchen hier also ein sinnvolleres Prädikat, damit exists Sinn macht. Und das macht man, indem man korreliert. Das ist hier gezeigt. Hier habe ich also jetzt einen Fall, wo eine Unteranfrage nicht nur auf ihre eigenen Attribute zugreift oder die Attribute, die hier in dem From stehen, sondern ich habe hier einen Zugriff auf f.id. Das ist genau der Grund, warum ich hier diese explizite Notation genommen habe. Ich habe jetzt an jedes Attribut immer dran geschrieben, zu welcher Relation das gehört. Und das heißt, vfoto gehört zu verkaufen, v hier, f.id gehört aber zu Fotos f aus der äußeren Anfrage. Und das ist legal, das kann ich machen. Wie wird das ausgewertet? Konzeptuell wird es so ausgewertet und wieder wichtig, konzeptuell, nur was das Datenbanksystem dann damit macht, ist eine andere Frage. Aber um die Anfrage zu verstehen, können wir uns das so überlegen, dass für jedes Tupel hier aus F diese Where-Bedingung überprüft wird. Wie bei einer normalen Where-Bedingung das ja auch passiert. Und hier wird jetzt für jedes Tupel aus F wird praktisch hier die ID eingesetzt. Also alle drei IDs, die es hier gibt in Fotos, 1, 2, 3, sehen wir hier auf der Seite, wird erstmal die 1 eingesetzt, dann wird das Statement einmal ausgeführt, dann wird die 2 hier eingesetzt, wird es nochmal ausgeführt, dann wird die 3 hier eingesetzt und dann wird es nochmal ausgeführt. Der interessante Fall ist, wenn hier die 2 eingesetzt wird, was passiert dann? Dann steht hier where v.photo gleich 2. Die sollen zurückgegeben werden aus Verkaufen. Ja, so einen Eintrag gibt es aber nicht. Ja, es gibt kein Foto 2, was mal verkauft wurde. Foto 2 wurde noch nie verkauft. Genau dann ist diese innere Anfrage, ist das Ergebnis der inneren Anfrage leer. Da kommt nichts raus. Dann wird das hier zu falsch ausgewertet und dann wird das Tupel
aus der Relation F nicht in die Ausgabe übernommen, der äußeren Anfrage. So funktioniert Exist. So kann man sich das vorstellen. Konzeptuell einfach von jedem Tupel hier außen das mal einsetzen und dann die Anfrage ausführen mit dem Wert und gucken, ob es sich qualifiziert, also ob es dann ein Tupel gibt. Wenn es ein Tupel gibt, dann ist Exist wahr und dann kann hier das Tupel außen übernommen werden. Ja, es gibt noch skalare Anfragen, also skalare Unteranfragen. Das hatten wir auch schon hier und da mal gesehen. Das ist dann der Fall, wenn ich hier einen einzelnen Wert berechne. Das passiert hier durch ein Aggregat. Also hier wird das Maximum der Boni genommen von Seniors. Das ist in diesem Fall 40.000, der untere Wert. Und dann wird das ausgewertet wie eine ganz normale Where Clause. Also im Grunde steht hier dann M-Punkt-Gehalt größer 40.000. Und die Tupel werden dann übernommen. Das kann ich umschreiben mit all. Also statt jetzt skalar abzufragen, könnte ich auch, und das würde semantisch genau das Gleiche bedeuten, ich könnte auch sagen, M-Punkt-Gehalt ist größer als alle Boni, die es in Seniors gibt. Also hier drin ist jetzt wieder eine Tabelle mit nur einem Attribut. Das ist wichtig, sonst funktioniert das nicht. Und hier wird jetzt geguckt, ob für dieses Tupel hier außen, für jedes Tupel, was hier überprüft wird mit where, wird geguckt, ob es denn größer ist, ob das Gehalt größer ist als alle Boni hier drinnen in der Tabelle. Das gibt semantisch wieder genau das Gleiche. Ich habe im Prinzip, wenn wir nochmal zurückgehen zur vorigen Anfrage, ich habe diese Aggregation rausgezogen. Ich habe sie nach hier geschoben, in die äußere Anfrage. Mehr habe ich hier nicht gemacht. Das ist der einzige Unterschied. Ja, das Gleiche kann ich auch mit Minimum machen. Das ist der Unterschied zu eben zu der Anfrage. Auch das kann ich rausziehen hier oben hin, wenn ich das will. Und dafür nehme ich dann nicht all, sondern das Keyword any. Das hat wieder den gleichen Effekt. Das heißt, ich suche Mitarbeiter, für die gilt, dass ihr Gehalt größer ist als irgendein Bonus eines Seniors. Und die werden wieder dann in das Ergebnis übernommen. Eine Frage ist dann natürlich noch, wo kann ich denn solche Unteranfragen hinschreiben? Und die Antwort ist eigentlich fast überall. Also eben hat man es ja ins Where geschrieben. Das war hier der rechte Teil dieser Where-Bedingung, die Unteranfrage. Ich kann genau das Gleiche aber auch ins From schreiben. Das sieht dann so aus. Hier habe ich wieder das Minimum berechnet, den kleinsten Bonus, den so ein Senior kriegt. Habe das Boni genannt, diese Relation. Und dann erinnern wir uns ja, da wird ein Kreuzprodukt gebildet, wenn da keine Join-Bedingung steht. Das heißt, was hier passiert ist, es wird die Mitarbeiterrelation genommen, so wie sie hier steht. Und da wird noch ein Attribut dran gefügt. Da wird nämlich dieses Attribut boni.minbonus dran gefügt. Das steht hier oben. Dieses Attribut wird minbonus genannt. Also im Grunde erzeuge ich ja hier eine Tabelle mit einer Spalte Boni. Aber die hat ja nur einen Eintrag. Das heißt, alles, was hier entsteht, diese zweite Tabelle, die hat den Namen Boni. Und die hat nur ein Attribut. Das heißt Min-Bonus. Und da steht auch nur ein Wert drin. Das ist das Minimum dieser Boni. Das ist nämlich die 34.000. Also eine ganz einfach gestrickte Tabelle. Die heißt Boni, hat ein Attribut Min-Bonus und da steht nur drin die 34.000. Und das bedeutet bei einem Kreuzprodukt, dass hier an jedes Tupel einfach die 34.000 drangeschrieben wird. Überall wird die 34.000 drangeschrieben. Das heißt, wie gesagt, Min Bonus. So, und so weiter. Überall steht es hier dran. Und dann wird erst hier außen gefiltert. Dann wird gesagt, ich nehme nur all die Tupel, wo das Gehalt aber auch größer ist als der Min Bonus. Und dann wird wieder projiziert auf die Attribute von M. Also hier wird jetzt diese Spalte, die ich hier mit der inneren Anfrage noch per Kreuzprodukt hinzugefügt habe, dann einfach wieder weggeworfen. Das wird nur für die Bedingung hier im Where kurz behalten innerhalb der Anfrage und dann sofort wieder weggeworfen. Okay, wenn es ins Where geht, wenn es ins From geht, dann geht es bestimmt auch in Select. Das ist richtig, da kann ich es auch hinschreiben. Aber da gibt es dann eine Fehlermeldung von Postgres. Postgres beschwert sich dann, dass Min-Bonus ja gar nicht existiert hier unten. Wenn ich das so hinschreibe, ist das nicht gut. Warum existiert das nicht? Naja, Min-Bonus, das wird ja erst im Select definiert. Aber where wird vor dem Select ausgeführt? Wir erinnern uns, die Reihenfolge ist ja erst das from, dann das where und dann das select. Das heißt, ich greife hier im where auf etwas zu, was zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht konzeptuell existiert. Das wird ja erst im Select definiert.
Das heißt, das darf ich nicht machen. Das ist ungültig, so eine Anfrage. Ich könnte jetzt natürlich mir durch Tricks helfen, zum Beispiel das Case-Konstrukt, das ist so wie Ifs and Else. Da kann ich sagen, wenn jetzt dieses Gehalt größer ist als der minimale Bonus, dann gebe doch mal aus ja, sonst gebe doch mal aus nö. Ja, also im Grunde ist es hier eh zu spät im Select, weil ich muss ja so viel Tupel ausgeben, wie ich hier unten erzeuge, da kann ich nichts mehr dran ändern. Aber ich kann jetzt noch Einfluss darauf nehmen, was ich denn ausgebe, wie ich das ausgebe. Und das erreiche ich hier, indem ich sage, die Tupel, die ich eigentlich haben will, da schreibe ich nochmal so ein Jap dran. Ja, das ist für diese Tupel. Und die Tupel, die ich eigentlich nicht haben will, da schreibe ich ein Nö dran. Das passiert hier. Da habe ich einfach gesagt, nö, das will ich eigentlich nicht. Und jetzt könnte ich natürlich wieder in einer weiteren äußeren Anfrage, die ich da drumherum mache, wieder alle ausfiltern, wo Nö steht. Das wäre eine Möglichkeit. Also, wir lernen, es gibt vielfältige Möglichkeiten, Unteranfragen hinzuschreiben. Und das sollte man benutzen, dort, wo es die Lesbarkeit erhöht. Manchmal kann man das auch durch Sichten mit Create View ausdrücken. Manchmal kann man Unteranfragen auch eliminieren, insbesondere wenn sie nicht korreliert sind, indem man das mit einer lokalen Sicht, mit With hinschreibt. Manchmal kann man die nicht eliminieren, aber man sollte immer versuchen, das so ein bisschen lesbar zu gestalten.